Servus Jan, grüß dich, herzlich willkommen bei Weinex. Wir haben gedacht, wir machen es heute mal attraktiv und ich bleibe aus dem Bild. Attraktiv, wir beide, ja? Ja, dann zeig doch mal, wie attraktiv du wirklich bist, dann kommen wir mit ins. Erst machen wir gefrühstückt, vielen Dank dafür. Gerne. Jetzt wird das natürlich wieder schwierig mit Weinweg dann. Das wirst du überleben dann. Ich bin bei euch, weil ich was fürs Charity-Shooting abgreifen möchte. Habe ich ja schon geschrieben gehabt und da haben wir uns kurz unterhalten und da hast du gesagt, das ist kein Thema, machen wir mit. Mhm. Also das kommt dazu 100% an, machen wir mit. Wie, wo, was genau, hast du bis jetzt noch offen gelassen, so ein bisschen, ja. Die Spannung werde ich das hochhalten. Bin gespannt, ja. Also ich weiß ja nicht, ob das jetzt das Frühstück schon damit reinfällt, dass ich versorgt bin oder so. Ich kenne das Budget nicht, aber du hast auf jeden Fall gesagt, wir lassen uns nicht lumpen. Mhm. Interessant ist jetzt aber natürlich vielleicht noch vorweg, Weimex. Endkunde ist nicht immer unbedingt der Namenbegriff. Wer sind wir überhaupt, ja? Ja. Was machen wir? Was treibt der Weinweg so? Oder was treibt die Firma Weinweg so? Ingo, willst du es erzählen? Ja, ich könnte mal anfangen. Also Weinweg, der Name eigentlich Waffen, Immo und Export. Deshalb wir verdienen hauptsächlich Exklusivmarken und viele andere. Wir beliefern den Fachhandel, die Behörden. Ja, das ist eigentlich unser Schwerpunkt. Also wir bringen die Waffen am Markt. Und zwar von USA, aus Italien, ja, USA, hauptsächlich einer unserer Kernlieferanten des Smith & Wesson seit etlichen Jahren. Also wir kümmern uns, dass die Smith & Wesson Waffen nach Deutschland kommen, dann machen wir den kompletten Beschuss dazu. Wir überführen die ins NWR und geben sie dann den Waffenfachhandel dann auch weiter, dass die Waffen dann in Deutschland vertrieben werden können. Nicht zu vergessen, unsere Exklusivmodelle, wir haben einige Modelle hier von Smith & Wesson, die gibt es in keinem anderen Land, also gibt es hier nur bei der Weimex. Zum Beispiel der Target Champion, Security Special. Die gibt es woanders gar nicht. Nein. Okay. Wo wir vielleicht auch stolz drauf sind, also weitere Kernmarke von uns ist Heckner & Koch, steht zu meinem Logo da. Ja, die immer gut lieferbare, jeder will sie haben, aber ihr rückt sie nicht raus. Ja, oder? Wir finden die so gut und sitzen wie die Glucken auf den Eiern. Ich glaube, das ist der Punkt, euch gefällt das einfach und so ist es, ja. Ihr das auch. Nee, das ist nicht so, also wir haben den kompletten Zivilvertrieb für Heckler & Koch übernommen. Das heißt, was wir von Heckler & Koch bekommen, das geben wir an den Fachhandel weiter. Wir nehmen die Bestellungen des Fachhandels auf, wir managen diese Bestellungen und bestellen natürlich von Heckler & Koch aufgrund ihrer Kapazitäten dann. Der David, seit 2 Jahren, 16,5 Sand, RAL, Quadrell. Das war einer, das war einer von den ersten Bestellern. Und den habe ich mittlerweile, im Winter kam ja ein paar, die auch schon lange bestellt waren, da sind ja ein paar HKs auf den Markt gekommen, da kam auch Schwarze. Ich habe ihn auch gefragt, David, wer sind jetzt Schwarze? Mach was, nimm das. Nee, jetzt hat er so lange gewartet, jetzt, was erzähle ich David? Was erzählen wir David? Was erzählen wir David? Also wir könnten eigentlich David erzählen, dass er die im August bekommt. Nur das Jahr, oder? Wenn HK-Waffen kommen, dann sind die in der Regel innerhalb einer Woche sind die schon wieder draußen. Also die werden von uns eingebucht noch mehrere Gleichverpackungen sofort raus. Also dieser die Frage, was habt ihr denn auf Lager und so? Wir haben eigentlich, ich kann mich nicht erinnern, dass wir uns wieder ins Lager reingelegt haben, sondern rein raus, ja. Keine Lagerware HK-Langwaffen seit 5 Jahren. Mhm. Ganz klar, die Nachfrage ist hoch, man darf eins nicht vergessen. Die Firma Heckler & Koch produziert halt schwerpunktmäßig für Militär und Behörden. Wir können froh sein, dass für den Zivilmarkt auch produziert wird. Ihr seid Generalimporteur, denke ich, so nennt sich das heutzutage immer noch. Ihr seid von AK, von FEBARM, Smith & Wesson habt ihr gesagt. AOB, Bettenfeld. Ja, Aero Precision. Ja. Aero Precision, was haben wir am AR-Markt noch? DRL. DRL ist... Da haben wir auch was zum Charity-Shooting, der Herr Meier hat uns da wieder so ein paar Mündungsbremsen und so weiter geschickt. Das darf man ja auch nicht unterschätzen, so ein Ding kostet auch 150 Euro oder so. Charity-Shooting. Ja. Ich hatte das bei dir kurz angerissen, weil du kommst ja ab und zu vorbei. Ihr habt gesagt, ihr macht sofort mit. Mhm. Wie, wo, was, war noch nicht so ganz sicher.
dass ich da nicht locker lasse. Ja, das war mir klar. Ja, da kommt was geflogen. Ja, genau. Also Jan, wir haben ein bisschen was für dir vorbereitet. Eins haben wir schon mal hier. Und zwar eine unserer Spenden wird der GRS-Schaft sein. Das ist der Sporter, den wir hier haben. Das ist der Hunter. Der ist aus Schichtwirtschaft in dem wirklich sehr stark gewünschten Farbe Nordic Wolf. Der schmeißen wir in den Lostopf rein. Wir finden es wirklich gut, was du für die Obdachlosenhilfe machst. Du sagst, okay, wir werden hier auch noch das komplette Brand Action System dazu spenden, dass du hier also eine komplette Waffe hast, mhm. Die also dann in den Pop mit reinkommt. Ja. Darüber hinaus, zu der Waffe hat auch ein Zielfernrohr. Wir werden auch ein Nico Sterling Zielfernrohr mit dazugeben. Das glaube ich ist 2 bis 12 mal 48. Das passt so hoch zum Sportschießen auch mit dazu. Auch das werden wir noch dazu setzen. Und das Thema Long Range Schießen ist ja auch immer sehr aktuell und man weiß immer dann nicht, wie ist denn die Entfernung wirklich. Deswegen werden wir von Nico Sterling auch noch einen Laser Rangefinder mit dazu packen in das Paket von der Vimex. Dieses Jahr gibt es eine Knarre. Ja. Mit dem GRS-Schaft. Ist ja für also, eine gute Sache. Ja. Nicht, ja, das ist ja jetzt auch schon wieder, wo man sagt, das ist jetzt keine Stangenware. Das schraubt das Ding zusammen mit dem GRS-Schaft. Das ist eine Geschichte, die vertreibt, glaube ich, auch exklusiv. Die GRS-Schafte. Ja. Also, was wir noch mit aufpacken, was wir vergessen haben, natürlich ist das Barrel Action mit einer EAW Stahlrail, also keine Aluminium Rails, wie es früher ausgeliefert wurde. Wir haben uns da das Sortiment geändert. Das heißt, wir liefern die Hobos nur noch mit Stahlrails von EAW aus. Also es wird eine ganz, ganz hochwertige Sache. Und ich würde auch noch sagen, Hubert, wenn wir noch eins haben, würde ich sogar noch zwei Beine für die Rückwindbügelöse auch noch mit drauflegen. Dann müssen wir schon im Lager mal schauen. Ja, also heute ist Weihnachten, ne? Ja, gibt ein GS-Schaft, ein Hobos-System drin, mit einem Zielfernrohr drauf, mit einem Rangefinder und wenn noch irgendwo den Zweibein rumliegt, noch ein Zweibein. Also, der hat auch noch einen Zweck. Nee, wir haben jetzt also wirklich, Jan, wir haben gesagt, okay, da haben wir uns und haben aus unseren Budgets, wo wir haben, alles zusammengekratzt für die ganze Geschichte. Nochmal, das, was du machst, ist toll, ist gut. Die Sache, die ist einfach toll und es gibt halt gerade in der jetzigen Zeit Leute, die unsere Hilfe brauchen und da nützen wir das Budget aus. Ingo hat es auch freundlicherweise gesagt, okay, kannst du alles verbraten soweit und dann machen wir das für ein Jahr. Kaliber? 30,6, ja. Kann man also auch mal ein paar Meter weiter. Auch für Erwachsene. Ja, auch für Erwachsene. Vielen Dank erstmal. Ja, gerne. Vielen Dank. Wir versuchen damit natürlich so viele Leute wie möglich zu generieren, aufgrund der Preise, die wir zusammenbekommen. Auch mal, dass das Ganze erfolgreich wird. Ja. Ja. Ich bin so ein bisschen platt von der ganzen Geschichte. Man merkt es, es kommt selten vor bei dir. Ich finde es echt toll. Wichtig vielleicht dazu zu sagen, ist, es wurde ein extra Konto eingerichtet, weil hab dann ja so ein paar Pappenheimer, die sagen, okay, habe ich schon mal was gekauft, schicke ich das Geld dahin, bitte auf das extra Konto. Da wird drauf hingewiesen und dann gucken wir, was im Oktober bei rauskommt. Wir wünschen dir da sehr viel Erfolg damit, sehr viele, sehr gute Einnahmen, dass du eine hohe Spende an diese Obdachlosenhilfe machen kannst, ne? Und denken, dass wir mit der Vimex hier doch die Attraktivität für dein Trail-Shooting erhöht haben. Ne? Auf jeden Fall. Und ich habe deswegen, jetzt wär's ja völlig sinnlos, wenn ich euch viel zurückschenke, weil ich ja, wir müssen ja einsammeln und so weiter. Aber hab mir gedacht, ich hatte geschrieben, da warst du jetzt nicht da, da haben wir zwei, glaube ich, telefoniert gehabt. Was brauche ich denn für Größen, dass man sieht, dass da, was du da hast, ist da groß. Krabbelt da was raus, wenn du das jetzt aufmachst? Ist das? Nee, das ist, also, ihr habt ja ordentlich gespendet, deswegen nicht den guten Karton. mit Sicherheitsbank. Das hätte ja jetzt, natürlich konnte ich den jetzt nicht megamäßig vollpacken, aber ihr seid dabei, ihr macht mit und so weiter und da sind wir der Meinung, dass ihr das auch zeigen solltet oder könnt oder dürft. Jetzt bin ich mir mittlerweile gar nicht mehr so sicher, er hat gesagt, alles XXL und X, so, aber wahrscheinlich wird auch L oder so. In gewissen Bereichen. Ja, super. Habe ich gedacht, könnt ihr mal gucken. Ich habe ein paar verschiedene Größen reingeschmissen. Er war es, der zu mir gesagt hat, alles mega groß. Deswegen, aber vielleicht passt der die meisten. Die meisten. Das heißt jetzt nicht, dass ich so große Größe brauche, aber. Super. Ja, toll. Aber, dass ihr zeigen könnt, das sind diese offiziellen Charity-Shirts. Die gibt es dieses Jahr zum ersten Mal auch. Seid würde mir passen, ja. Und würde dir passen? Ja. Habt euch da beteiligt. Und, ja, vielen Dank. Ja, ich habe zu danken, aber ein bisschen was für ein Leben und ein Leben. Ihr gebt viel, ich gebe ein paar T-Shirts zurück.
den lieben Herrn Ordner, der ist so sportlich. Bitte noch L. Ja, alles klar. Leute, ne? Macht mich sogar schlank. Ja, also die gibt's auch offiziell. Dann im Shop, aber wir haben halt gedacht, dass ihr zumindest ein paar L liefere ich noch nach, selbstverständlich. Ja, also online wird 100% gespendet, da haben wir keine Kosten, also keinen Aufwand. Man kann auch einfach spenden, oder? Wie ist das richtig? Das, genau, du kannst auch einfach so. Ihr könnt aber direkt an die Caritas natürlich auch spenden. Ich habe mir zum Beispiel auch abgewöhnt, nachdem ich da war, meine Klamotten in den Container zu schmeißen. Weil die haben eine recht große Kleiderkammer und die haben gesagt, die freuen sich über alles. Und bei den Containern weißt du nie, wo es hingeht. Ja, und was bewegt dich dazu, so eine Charity-Aktion zu machen? Gibt es da einen Bezug oder einfach, weil du ein guter Mensch bist auf dieser Welt? Oder? Ist ein guter Mensch, ja. Ich habe auch so ein guter Mensch. Das klingt immer so ein bisschen blöd, weil das so, aber das, man hat es nicht immer ganz leicht gehabt. Ja. Und ja, ja. Man hat es nicht immer ganz leicht gehabt, kann mal schwierig sein im Leben. Finde ich gut. Und das ist so die Idee dahinter. Das ist keine Floskel, aber wir haben gesehen, wo es dann ging. Haben wir gesagt, never forget your roots. Ja. Mach doch mal was für, und auch vor Ort, nicht irgendwo, wo du es nicht siehst, sondern mach doch mal. Und da wir dazu momentan gerade die Möglichkeit haben, machen wir das auch. Ja, und sagen, man kümmert sich mal um was und sagt, wir machen danach das gerne. Und dann macht es halt umso mehr Spaß, wenn die Leute dann mitziehen. Ja. Super. Das ist so die, warum man überhaupt auf diese Idee gekommen ist tatsächlich. Gut, dann würde ich sagen, dann schauen wir mal, dass wir die restlichen Teile noch zusammen haben dann. Ne? Gibt es einen fetten Bullbärenlauf von morgen? Ja. Gibt da irgendwas Fettes? Also so Heavy Barrel. Ja, so sowas. Heavy Barrel. Ich weiß gar nicht, ist die vielleicht sogar mit Multi 3 oder 6? Weiß ich gar nicht. Aber du hast ja da hier das modulare System, also einfach hier mal die verschiedenen Schachtvarianten einfach nur gezeigt werden. Und gerade mit dem GRS-Schacht, da haben wir eine große Auswahl dazu. Ja, und dann haben wir auch dann die verschiedenen Lauflängen im Action-System, die verschiedenen Laufdicken. Hier hast du mal zum Beispiel so einen dicken Lauf, da hast du die Stainless-Steel-Variante, die du ja vor kurzem verkauft hast. Also wenn richtig. Also ist es bei der Roba ist es so, dass du sagst, da steht ja auch drin, Baukastenprinzip. Genau. Du sagst, was du möchtest. Deswegen ist es auch schwierig, die sag ich mal, vor Ort stehen zu haben, weil die Kreativität da keine Grenzen hat. Da sagst du, bitte sag mir mal das und dann gucken wir nach der Verfügbarkeit und dann sagen wir so und so lange dauert es noch. Das ist, manchmal geht es in 5 Tagen. Ja, also kommt ja mal darauf an, was ab Lager verfügbar ist. Ich meine, wichtig zu wissen bei Huber ist auch, man hat einen guten After-Sales-Market hier dafür. Also es ist modular, das heißt, wenn ich jetzt vielleicht als User nicht ganz den Geldbeutel für, ich sag jetzt einmal, ja, für die große Preisklasse habt, dann kann ich auch sagen, ich kaufe in einem halben Jahr. Es gibt einen Trigger, ja, einen Match-Trigger dafür. Haben wir auch im Programm für um die 200 Euro. Alles einfach zum Nachrüsten. Also wie gesagt, man kann das Ding wirklich, mit dem kann man groß machen, kann man sagen. Ja, genau. Ne? Das ist so. Ne? GRS hat einen Nachfolger für den Berserk. Fenris heißt der Schaft, der ist sehr attraktiv im Preis, also wirklich sehr, sehr attraktiv und da haben wir auch schon sehr, sehr viele Vorbestellungen. Also darum, wie es der Helmut schon sagt, würde ich dir raten, stell da eine mit hin. Das ist wirklich eine geile Hausnummer vom Preis. Also ich mache einen Vorschlag. Ich nehme das Ganze auf, weil das einer von euch zwei zusammenschraubt. Machen wir. Ja, dann sehen die Leute, wie schnell das geht und wie einfach das ist. Ja, also wir bauen sie jetzt dann so zusammen. Ja. Wie ihr sie selber nutzt. Genau. Ob da jemand mehr draus machen möchte oder weniger. Kann er machen, wie er möchte. Also wir zeigen es so, wie wir, ich sag mal, speziell nicht, Jäger, Sportschützen, wir machen wirklich sehr viel, wir testen unsere Produkte auf Herz und Nieren. Also bei uns ist es wichtig, es muss funktionieren. Ja? Also wir wollen den Anspruch, den wir hier an uns haben, ja? Bei uns kommt nichts am Markt, wo wir jetzt selber getestet haben. Und wo wir nicht auch dahinter stehen. Ich denke, das ist ein passendes Ding, wo wir sagen, so soll es sein. Jetzt gucken wir, wie schnell du so ein Ding zusammenschrauben kannst. Oder ihr zu zweit. Und ich finde das Ganze und halte da einfach mal so drauf und sage dann, was tun wir gerade. Dann lass uns mal hintergehen. Vielen Dank. Wir sagen auch vielen Dank für die Shirts. Ja, ich lasse mal es gleich an. Ne? Hier mal tschüss. Tschüss, bis gleich.